Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauende, auf diesem Kanal zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Deck Profile. Nach dem Unboxing des Structure Deck Sacred Beast habe ich ja angedeutet, dass ich das Deck Profile dazu natürlich auch noch hochladen werde. Und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Freut euch auf das Deck Profile rund um die Pseudogötter. Ich habe da so eine eigene Kontrollvariante draus gebaut. Kleines Intro, freut euch auf das aktuelle Deckprofil. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir uns das Deckprofil an sich an. Wie wird das Sacred Beast Control Deck überhaupt gespielt? Als allererstes habe ich da für euch zweimal den wichtigsten Pseudogott in unserer Raupensammlung. Die Rede ist da von Raviel, dem Herrn der Phantome. Ich fächere uns das Ganze wieder fein säuberlich auf, dann brauchen wir zum Schluss keine Kartenliste. Ja, und was macht unser Raviel? Er kann erstmal beschworen werden, indem man 3 Unterweltler-Monster als Tribut anbietet. Wenn der Gegner was beschwört, generiert er Tokens. Ja, der ist auf dem ersten Blick schwierig aufs Feld zu bekommen, aber mit dem neuen Support aus dem Sacred Beast Deck geht das Ganze viel schneller. Also als allererstes den Obelisk für Arme. Der nächste im Bunde ist da unser Harmon, der Herr des tosenden Donners, der auch beschworen werden kann, indem man 3 Karten als Tribut anbietet. Bloß bei ihm müssen es eben Zauberkarten sein. Aber wie gesagt, durch den neuen Support auch leichter auf das Feld zu bekommen. Und natürlich abschließend zur ganzen Sache darf der Slifer für Arme, der Uria, auch nicht fehlen, der beschworen werden kann, indem man 3 Fallenkarten als Tribut anbietet auf seiner Spielfeldseite. Das ist mal nur zu dem Package und der Ratio der Götterkarten an sich oder der Pseudo-Götterkarten an sich. Die Ratio auf Raviel auf 2 und die anderen beiden als One-Off zu spielen ist vollkommen legitim. Die sind alle suchbar durch unseren neuen Support. Der Support sieht nämlich wie folgt aus. Nämlich spielen wir da 3-mal das finstere lockende Ungeheuer. Dessen Effekt besagt, sollte es normal beschworen werden, dürfen wir uns einen Raviel, Uria oder Harmon oder eine Karte, die Uria, Raviel oder Harmon in ihrem Namen erwähnt, von unserem Deck unsere Hand hinzufügen. Und wir dürfen einmal pro Spielzug einen Unterweltler mit 0 Angriff ebenfalls nochmal dazu beschwören. Also wenn die Normal schon mal da war, dürfen wir immer noch was anderes dazu rufen. Und der Sucher des Decks ebenfalls unverzichtbar und auf 3 prädestiniert in diesem Deckprofil. Sollten unsere Pseudogötter mal totgezogen werden, dafür gibt es auch nochmal etwas Support, nämlich das Chaos-beschwörende Ungeheuer. Man kann diese Karte nämlich als Tribut anbieten und dann einen Uria, Raviel oder Harmon ungehindert seiner Beschwörungsbedingung von der Hand beschwören. Das heißt, haben wir das lockende Ungeheuer und holen damit automatisch ihn aufs Feld, haben durch das Ungeheuer uns einen Gott gesucht und können dann ihn einfach von der Hand spezial beschwören. Des Weiteren, wenn das chaosbeschwörende Ungeheuer im Grave liegt, dürfen wir es entfernen und dann noch eine Spielfeldzauberkarte, also unser verlorenes Paradies, aus unserem Deck auch nochmal unserer Hand hinzufügen. Also auch nochmal das Terraforming des Decks und von da aus ebenfalls prädestiniert und darf als Playset hier nicht fehlen. Das nächste Playset im Bunde gibt es schon etwas länger. Da haben wir nämlich den Dunkelheitsbeschwörenden Herrscher, war eine Karte aus Duelist Saga, die den netten Effekt hat, man kann sie selber als Tribut anbieten und dann einen Uria, Raviel oder Harmon ungehindert der Beschwörungsbedingung aus unserem Deck oder unserer Hand rufen, was schon mal ziemlich mächtig ist. Da es zu mächtig ist, dürfen wir in dieser Runde zwar keinen Kampfschaden verursachen, das ist aber nicht weiter schlimm, wenn wir schon mal einen Beatstick draußen haben. Und sollte die Karte im Grave liegen, können wir sie ebenfalls entfernen und uns dann nochmal einen Uria, Raviel oder Harmon von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Also Sucher über Sucher über Sucher. Das nächste Playset im Bunde hat nichts mit Unterweltlern oder dem Pseudogöttern zu tun. Da benutze ich als Engine 3-mal die Seelen der Magier. Nicht, dass wir einen Hexer auf den Friedhof legen können, weil es sind ja alles Unterweltler, sondern nur als Draw-Power, weil wir genug Backrow und Zauber- und Fallenkarten spielen, die wir abpacken können und dafür neu zu ziehen. Also deckreduzierend ohne Ende. Seelen der Magier wird ja in ziemlich vielen Decks benutzt. Und wenn ich sage, das ist ja ein reines Unterwelterdeck, bis auf die Hexer. Welcher Hexer wäre da prädestiniert, ihn nicht zu spielen? Na klar, Exodius, der ultimative verbotene Lord.
Vom Level her harmoniert er super mit den Göttern. Man kann da in schöne Xyz-Plays gehen. Man kann ihn wiederholen. Man kann mit ihm wirklich den ein oder anderen Blödsinn anstellen. Und ja, passt perfekt zu den Seelen der Magier. Und abschließend noch als letztes Monster, als kleiner Aufrichtig, fand ich ihn gar nicht so schlecht. Ich weiß, manche Decks spielen nur auf ihn und wollen mit ihm das OTK machen von Raviel. Wähle ein Raviel auf dem Spielfeld und erhält doppelte Angriffskraft und kann jedes Monster des Gegners angreifen. Nicht schlecht, aber ich finde, wenn man mit Raviel das OTK nicht hinbekommt, ist die Karte auch tot, weil man kann eben nur Raviel auf dem Spielfeld wählen. Deswegen als One-Off hier völlig ausreichend. Wie gesagt, ich versuche hier mehr die Feldkontrolle zu behalten, anstatt OTKs zu machen. Und ob man mit zwei Monstern mit 4000 Angriffspunkten angreift oder man greift mit einem Monster mit 8000 Angriffspunkten an, das soll jedem dahingestellt sein. Aber ich glaube, die Kontrollvariante kommt besser zur Geltung. Dann kommen wir zu den Zauberkarten für das Chaos-beschworene Ungeheuer bzw. unsere Seelen der Magier. Darf das One-for-One nicht fehlen? Ja klar, Level 1 Karten. Und umsonst ist die Karte nicht auf 1. Genau wie wenn wir was in den Friedhof bekommen möchten, um es wieder zu verbannen, um zu suchen. Das törichte Begräbnis darf ebenfalls nicht fehlen. Ja, nicht nur, dass die Seelen der Magier die Draw-Power verursachen, es sind alles Finsternismonster, bis auf unsere Uria und Hamon. Deswegen darf da auch was nicht fehlen. Dreimal die Verlockung der Finsternis. Ziehe zwei Karten und entferne dann ein Finsternismonster aus dem Spiel. Den Preis kann man bezahlen, solange man etwas Plus generiert. Weiter geht's mit dem Playset im Bunde, nämlich der Öffnung der Geistertore. Wenn die Karte aktiviert wird, dürfen wir uns einen Pseudogott aus unserem Deck oder eine Karte, die ausdrücklich diesen Namen in ihrem Text erwähnt, von unserem Deck unserer Hand hinzufügen, also auch wieder deckreduzierend. Und einmal pro Spiel können wir eine Karte abpacken und ein kleines Monster, also was von den netten Freunden, zurückrufen. Was möchten wir da mehr? Können nochmal was zuspammen, können Karten reduzieren, können uns was suchen. Und ebenfalls auch noch recyceln. Weiter geht's mit dem nächsten Playset, da so viele Handtraps derzeitig durch die Gegend laufen und wir nicht von einer getroffen werden möchten. Vom Grab gerufen, ziemlich gute Karte. Eins der besten, beziehungsweise die beste Anti-Handtrap-Karte, die es gibt. Ja, damit annullieren wir Aschenblüten. Dieses Deck sucht und sucht und sucht und sucht. Warum sollten wir aufgehalten werden? Vom Grab gerufen, klärt das. Weiterhin als kleines One-Off habe ich mich entschieden für einmal das blaue Himmelsfeuer. Ja, damit bekommen wir unseren Harmon leichter aufs Feld. Ich finde die Karte ziemlich nice. Sollten wir Harmon kontrollieren in Angriffspositionen, können wir einmal pro Spielzug alle gegnerischen Zauber und Fallenkarten annullieren. Selbst wenn dann Skill Drain liegen würde, könnten wir sagen, ja, wir haben Harmon auf dem Feld und das Skill Drain ist annulliert. Mega gute Karte, ist sozusagen die Oldschool-Variante wie beim Blue Eyes, das Drachenulm der Zerstörung oder beim Dunklen Magier, der Angriff mit dunkler Magie. Ziemlich geile Karte, wenn man Harmon einmal kontrolliert, kann man einfach die ganze Backrow annullieren. Und da Harmon ja suchbar ist, kommt die Karte auch nicht tot. Weiter geht's mit unserer Spielwertzauberkarte. Die spielen wir nicht auf 3, sondern nur auf 2. Das reicht vollkommen aus. Es gibt zu viele Möglichkeiten, an die Karte ranzukommen. Die kann man suchen on must. Des Weiteren können unsere Pseudogötter nicht mehr auf dem Feld als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Und sollten wir einen Raviel, Uria oder Hamon kontrollieren, dürfen wir zwei Karten ziehen. Auch nicht schlecht. Nochmal Deck reduzieren, nochmal suchbar. Aber sollten wir davon drei auf der Starthand haben, ist es eben nicht so wie mit einem Unionshanger oder so, dass wir damit ins Spiel kommen. Das reicht vollkommen aus. Sollten wir die Karte nicht haben, können wir trotzdem spielen. Sollten wir sie haben, ist nice, weil wir zwei Karten ziehen können. Aber wie gesagt, auf 2 völlig ausreichend, 3 wäre da echt zu viel. Weiter geht's, da ich ein Verfechter von Oldschool-Karten bin und ich Armitage liebe über alles, spiele ich einmal die Dimensions-Fusionszerstörung, unsere Fusionskarte für unsere Pseudogötter. Sollten wir darauf keinen Wert legen, dass wir Armitage rausbekommen und wie auf Uria verzichten könnten, könnten wir auch als Package spielen zweimal Raviel und zweimal Harmon. Aber da ich nun mal ein Oldschool-Fan bin und dieses Armitage unbedingt rausknallen möchte, habe ich mich für die Fusionszerstörung entschieden. Wie gesagt, sonst für jeden anderen, der Deck vielleicht sogar noch einen Ticken stärker bauen möchte, der spielt zwei Harmon und lässt Uria komplett raus und nimmt für die Dimensionszerstörung ein verlorenes Paradies mehr mit rein. Geht auch, aber wenn man schon die Sacred Beast spielt, dann sollte man sie auch alle in Kombination haben.
und nicht nur 2 von 3. Ich habe gesagt, das ist ein Control-Deck. Na klar, darf da auch noch was nicht fehlen. Aschenblüten spielen wir nicht, aber die Impermanence, nice Karte. Gegner unterbinden am Spielaufbau. Genauso einfach mal zum gegnerischen Karten übernehmen. Zweimal die Maßregelung, um ein gegnerisches Monster auf unsere Spielfeldseite zu übernehmen und dem Gegner Material von seinem Spielaufbau eben abzunehmen. Und abschließend tun wir die ganze Sache mit dem Package des Erwachen der heiligen Ungeheuer. Mal Anzahl der unterschiedlichen Monster, die wir auf dem Feld haben, erhalten wir unterschiedliche Effekte. Das erste Mal sollten wir bloß einen Pseudogott kontrollieren und der Gegner was beschwören würde, kriegen wir die gleiche Anzahl Lebenspunkten der ATK des Monsters. Bei 2 können wir gegnerische Effekte unterbinden und bei 3 werden alle Karten, die auf den gegnerischen Friedhof gelegt werden, entfernt. Genau aus diesem Grund alleine spiele ich auch schon den Uria und lasse ihn nicht raus. Auf Control-Variante reichen auch die beiden aus, dass man nur einen Ravier und einen Harmon hat. Aber die Fallenkarte ebenfalls mega mächtig. Und ebenfalls suchbar sollten wir ein Level 10 Monster kontrollieren. Ja, das zu den 40 Karten Main Deck. Dann machen wir noch einen kleinen Cut und dann kommen wir noch zum Extra Deck. Und wie versprochen, dann kommen wir noch zum Extra Deck. Als allererstes, na klar, jeder, der mich kennt, weiß, was meine Lieblingskarte ist. Als allererstes natürlich immer wieder ein Linkoribo. Wir haben ganz viele Level 1 Karten in unserem Deck. Deswegen darf da natürlich auch der Linkoribo nicht fehlen. Weiter geht's für normal beschworene Monster. Darf natürlich der große Lamander Almirage nicht fehlen. Kennt auch jeder, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Und weiterhin für unsere Level 1 Monster und um gegnerische Karten zu übernehmen, einmal das Relinquished Anima bzw. die aufgegebene Seele. Ziemlich nice für unseren Raviel, um ein bisschen Trampelschaden zu verursachen oder durchschlagenden Kampfschaden, wie man es nennen mag. Den Pentest-Käfer, ein Monster, das er zeigt, kann durchschlagenden Kampfschaden verursachen. Was ich da auch ziemlich nice finde, kann ab und zu wirklich nicht schlecht kommen und zur Not ist es immer noch ein Bindeglied, um auf höherwertige Monster zu gehen. Und ebenfalls, um auf höherwertige Monster zu gehen, darf da was nicht fehlen. Einmal die IP-Maskerena, um ein höherstufiges Monster eben immun zu machen von gegnerischen Karteneffekten. Ja, weiterhin darf was nicht fehlen, jeder von euch kennt es, zum Backrow-Schießen einmal einen Phönix. Der Phönix darf überall nicht fehlen, nicht umsonst das beliebteste Linkmonster derzeit oder immer noch das beliebteste Linkmonster. Und seinen kleinen Bruder, der Albtraumritter Cerberus, für spezialbeschworene Monster zum Zerstören darf da auch nicht fehlen. Und wenn man schon die beiden hat, dann darf auch der dritte im Bunde nicht fehlen. Was ins Deck zu rumischen, kann auch nicht schlecht sein. Das Einhorn, um nochmal ein bisschen nach oben zu gehen mit den Linkzahlen. Und sonst natürlich für unsere weitere Möglichkeiten für, sagen wir mal, Rank-Ups haben wir einen Kanonenpanzerzug, Super Dora und Juggernaut Liebe kann man auch benutzen. Aber mache ich nicht. Da gehe ich noch lieber auf das Army-Teil, den Chaos-Phantom. Hatten wir von angesprochen für unsere Fusionskarte. Und zum Schluss natürlich noch alle ja, mächtigen Level 4, Link 4 Karten, auf die wir gehen kann. Wahlweise können wir in Sayuya Schädelschrecken gehen, um etwas an Karten zu generieren. Zum Schießen auch nicht schlecht, kann man auch noch leicht drauf gehen, den Zugangskodiersprecher, falls man es mal braucht. Wenn das OTK nicht durchkommt, können wir immer noch mit dem Kaliber Schwertdrachen arbeiten. Oder immer noch mein persönlicher Liebling, der MechRitter Crusader Aframax, der dann auch nochmal nicht schlecht ist, weil nur er angegriffen werden kann. Und abschließend sollten wir mal ein bisschen zu viel Materialien haben, können wir immer noch eine Apollose aufbauen und das gegnerische Feld unterbinden. Also da bleiben wirklich alle Möglichkeiten offen. Man kann da wirklich nur in die Rang 10er gehen mit dem Kanonenpanzerzug und dem Superkanonenpanzerzug und der Dora. Kann man genauso machen, wer Züge mag, beziehungsweise wer mag keine Züge. Aber ich glaube, mit den Linkkarten ist man da besser bedient. Ja, das zu meinen 15 Karten Extra Deck. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Deck-Profile von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und einen Kommentar freuen. Verbesserungsvorschläge höre ich immer sehr gerne. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Nightmare 1989. Bis dahin alles Gute und macht's gut und einen schönen Sonntag.